Hallo zusammen, willkommen auf Football Therapist zur zweiten Folge dieser Serie über die Methodik der Akademie von Dinamo Zagreb. Wenn du also die erste Folge noch nicht angeschaut hast, empfehle ich dir, dies zu tun, bevor du dir diese ansiehst. Heute werden wir den Fußball weiterhin wissenschaftlich behandeln, insbesondere da das Scheitern eines so talentierten Spielers wie Halilovic gerade durch ein Verständnis des Spieles und der Entwicklung der Methodik vom kroatischen Vereins NLZ erklärt werden kann, die eben regelmäßig aktualisiert wird, insbesondere aufgrund derartigen Flops sozusagen. Denn wie ist es zu erklären, dass eine so gute Ausbildung ist, Alen Halilović, einem Spieler mit einem der besten Brutto-Talente der Welt, nicht ermöglicht hat, sich auf höchstem Niveau durchzusetzen? Wie bei Ante Koric erklärte ehemaliger Leiter der Akademie Romeo Jozak zunächst, dass es sich um eine Frage der Mentalität handelt. Ein Aspekt, der seitdem bei Dinamo neben der Technik zum Hauptkriterium für die Einstellung von sehr jungen Spielern geworden ist, denn den Eltern der Spieler ist es jetzt verboten, an den Trainingseinheiten ihres Kindes dabei zu sein, damit diese für sich selbst und nicht für ihre Eltern spielen können. Aber auch Romeo Jozak zieht sich für das Scheitern von Halilović auf höchstem Niveau verantwortlich, da der ehemalige Spieler von Barca und AC Mailand bei seinem Eintritt in die erste Mannschaft von Dinamo Zagreb noch nicht über eine ausgeprägte Spielintelligenz verfügte. Der Grund dafür: er wurde während seiner Jahre in der Akademie nicht genug korrigiert. Und das ist, obwohl er beim Training im Endeffekt immer alle seine Mitspieler raustribbelte. In seinen jungen Jahren war er sogar viel beeindruckender als Luka Modric. Warum hätte man ihn dann korrigieren sollen? Ganz einfach: weil er oft falsche Entscheidungen traf, aber da er sich letztendlich durch seine technische Qualität aus der Affäre zog, neigten die Trainer nicht dazu, ihn zu korrigieren. Ein Beispiel: es gibt eine Passmöglichkeit, um direkt auf das gegnerische Tor zuzulaufen, aber Halilović zieht es vor, den Ball zu behalten und drei Spieler auszudribbeln, bevor er ein Tor schießt. Am Ende gibt's Tor, aber die Mannschaft hätte früher und mit weniger Risiko ein Tor erzielen können. Bevor er Kroatien verließ, hatte Halilović eigentlich nie wirkliche Schwierigkeiten auf dem Platz gehabt. Denn selbst wenn er falsche Entscheidungen traf, konnte sein wunderbarer linker Fuß diese im Nachhinein wieder ausgleichen, sodass Romeo Jozak nun weiß, dass er neben den Korrekturen, die notwendig gewesen wären, auch hätte von ihm verlangt werden müssen, dass er den Ball mit dem rechten Fuß spielt. Der Grund dafür: nur wenige von Tausenden von Spielern können auf höchstem Niveau überleben, indem sie durchschnittlich 9 mal aus 10 ihren starken Fuß benutzen, wie Halilović. Die besten Beispiele sind Robben, Messi, Di Maria, Bale und Neymar. Für Halilović war es in der Tat ausreichend, fast nur einen Fuß zu benutzen, aber nur bis zu einem gewissen Niveau. Denn es sieht für ihn unmöglich aus, seine Gewohnheiten nach dem Sprung in die Profiwelt wesentlich zu ändern. Aus diesem Grund hat Dinamo Zagreb inzwischen seine Methodik aktualisiert, was ohne ihn alle 4-5 Jahre geschieht, um zu verhindern, dass eine zweite ähnliche Situation eintritt. So müssen die Trainer dafür sorgen, dass in Situationen, in denen das Spiel es erfordert, der schlechte Fuß eingesetzt wird. Und zwar schon in jungen Jahren, indem sie Trainingsspiele unterbrechen, wenn es nötig ist. Es geht also nicht nur darum, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern auch den richtigen Fuß und die richtige Bewegung zu wählen, um sie auszuführen. Und damit das gelingt, muss die Technik schon in jungen Jahren und zunächst isoliert trainiert werden. Genau, wenn die Tatsache, dass die Kroaten von sehr klein auf Fußball spielen, diese sehr frühe Talentaufnahme vom Dinamo erklären kann, so kann auch der Wille, diese fraglichen Jugendlichen keine schlechten Gewohnheiten entwickeln zu lassen, die später schwierig zu ändern sind, eine Erklärung dafür sein.
Ein Ansatz, der an die Curver-Methode erinnert, die vom verstorbenen niederländischen Trainer Will Curver inspiriert wurde, bei der die Ballbeherrschung an der Basis ihrer Pyramide liegt. Es ist daher kein Zufall, dass Dinamo Zagreb die Trainer der Curver-Coaching-Gruppe regelmäßig zum Fuß des Maximir-Stadions einlädt, um das Vereinsbuch über die Übungen und Drills zu erweitern, die Technik ihrer jungen Spieler fordern. Hier also ein Schema des Entwicklungsprogramms von Dinamo Zagreb, in dem verschiedene Phasen unterschieden werden, insbesondere mit der Idee, dass man idealerweise zuerst an der Technik arbeiten sollte, bevor man sich auf die Entscheidungsfindung konzentriert, da das Erlernen von Bewegungen bis zum Alter von 14, 15 Jahren grundlegend ist. In der wissenschaftlichen Sprache nennt man dies die Bildung von motorischen Programmen. Und auch wenn das Bild einer Übung zum Trainieren vom Fallrückzieher mit einer großen Matte, das ich in mein erstes Video eingebaut hatte, jetzt euch vielleicht einfällt, beschränkt sich dieses motorische Lernen nicht nur auf die Ballbeherrschung, da in dieser ersten Phase auch an der Lauftechnik gearbeitet wird. Denn je früher man eine Bewegung lernt, desto früher kann sie im Spiel richtig angewendet werden. Was die Taktik betrifft, so beginnt das Lernen erst richtig mit 13 Jahren. Und vorher sind die diesbezüglichen Anforderungen der Trainer vor allem allgemein. Egal was der Spielstand ist, die Academy-Mannschaften müssen den Ball wollen und aus der Abwehr aufbauen. Und das hindert die Trainer auch nicht daran, die Entscheidungen ihrer Spieler vor diesem Alter zu korrigieren. Ganz abgesehen davon, dass die Spieler durch die Trainingsspiele auch lernen können und das sogar schon in jungen Jahren. Die vielen 2 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 2 und 3 gegen 3 Situationen, die in den ersten Klassen regelmäßig trainiert werden, können selbst taktische Lehren sein, sei es in Bezug auf die Position und die Raumbesetzung oder im Hinblick auf die Deckung, das Fixieren oder das Verlieren der direkten Gegenspieler. Also egal, welche Altersklassen Alen Halilovic übersprang, um sich mit 16 Jahren in der ersten Mannschaft wiederzufinden, war seine technische, taktische Ausbildung nicht vollständig, da sie etwa 4 weitere Jahre in der Academy hätte dauern müssen. Es ist also sicherlich besser, sicherzustellen, dass Spieler, die den Sprung in die nächste Altersklasse früher als geplant schaffen, nicht an technisch-taktischen Kenntnissen und Fähigkeiten verlieren. So, das war's für mich. Zögere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um sicherzustellen, dass du keine ähnlichen Inhalte verpasst. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, mir ein Like zu geben, es mir in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit einem weiteren Fußball-Nerd zu teilen. Das würde mir wirklich sehr helfen, mehr als du denkst. Ciao!